Flasche. Eine Whiskyflasche mit einem Kuss drauf. Okay. Das war's? Okay, das war's. Okay, mal, warte mal, wo war denn unser? Wir waren. Ja, hier waren wir, Cam. Auf der anderen Seite, da wo wir jetzt noch nicht hinkommen, aber wir sind auf Weg. Mehr oder weniger, Sebastian. Scheint nicht wichtig gewesen zu sein. Kenne ich auch nicht den Namen. Ich meine, du musst ja eigentlich damit rechnen, dass du hier jederzeit einem deiner Freunde begegnest, ne? Ist ja einfach mal so. Kadri. Kadri, der Koch. Scheint sehr aufgeräumt gewesen zu sein. Ich finde es ja schon luxusmäßig, dass die alle Einzelzimmer hatten. Da hat jemand keine Kosten und Mühen gescheut, auf jeden Fall. Oh Gott. Wir sind über dem Abgrund. Anhand dessen könnte man noch feststellen, um wie viel Uhr das Schiff gesunken ist, oder? Circa? Kurz nach 5? Aber man weiß ja nicht, ob morgens oder abends, ne? Hier ist. Oh, noch so eine Holzfigur, okay. Davon haben wir jetzt 2 gefunden. Okay, die Heroinpillen waren also für Hans. Lösen können wir trotzdem noch nichts. Aber die Heroinpillen waren für Hans. Okay, gut zu wissen. Ist aber noch was. Da kann ich reingucken. Was soll denn hier noch sein? Ach hier. Ein Schrank. Ein Schlüssel. Für die Küche. Schätze ich mal. Ja, jetzt Spiel, sag mir doch wofür. Ich schätze mal für den. Objekte. Ja, 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 ich weiß. Alles gut. Hinweise. Ich klicke die einmal ganz kurz an, damit die nicht mehr aufleuchten. Wo ist der. Wobei, da muss ich alle einmal anklicken, ne? Macht aber auch gar nichts. Dauert nämlich nicht so lange. Falls wir uns nochmal neue angucken müssen, aber anscheinend ist der hier nicht dabei, oder?
Also müssen wir selber rausfinden, wofür der Schlüssel war, ja? Das müsste ja ein Objekt sein, oder? Das haben wir zuletzt gefunden, die grob gearbeitete Figur. Was mich wundert ist, die Holzfigur in der Küche, die ist hier nicht mit bei, ne? Ja, das müsste hier dann hier zwischen sein. Aber der Schlüssel wird auch nicht angezeigt. Das war, glaube ich, nicht so weit, oder? Sollten wir zurückgehen oder sollten wir weitergehen? Naja, ich weiß auch nicht. Ich gehe erstmal weiter. Vielleicht ist der Schlüssel auch gar nicht für oben. Ich meine, wir kommen da eh nochmal hin wegen Bolzenschneider und so, ne? Und Messer. Können wir da bei der Gelegenheit gucken? Hört das Ding auch niemanden? Komplett im Ass. Ja, okay, zwei Räume haben wir noch. Und natürlich auch eine Tür, wo wir nicht durchkommen. Samuel, kommen wir auch nicht rein. Auch verrammelt. Okay, das. Also, wir müssen schon an die Räume rangehen, um zu wissen, dass sie eingestürzt sind. Okay. Andrew, auch keine Chance. Ne, okay, wir müssen hier lang. Wahrscheinlich auf der anderen Seite vom Maschinenraum kommen wir dann hier durch. Und dann zu unserer Kabine und dann kommen wir wahrscheinlich auch wieder hoch. Vermute ich mal. Ah ja, ja, ich weiß, wo wir sind. Hier ist Isabels Büro. Da so. Müsste das sein. Oh, hier wird es aber sehr, sehr dunkel. Da ist noch eine Wachswalze. Oh, kann ich das hier nicht entfernen? Gut. Gut, dass ich geguckt habe. Nochmal. Damit haben wir den Weg frei gemacht. Stell mich mal so hin, damit ich gleich weiß, dass wir hier hochgehen können. Und dann kommen wir hier wieder hoch. Wir können einmal schnell hier rumlaufen und das hier ausprobieren. Aber vorher machen wir eine kurze Pause. Danach hören wir uns die Wachswalze an und dann hoffe ich, vergesse ich das nicht in den nächsten 3 Minuten, dass ich da hoch wollte. Also sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Und es sind 0,2 Grad kälter jetzt. Ist das nicht toll? Bei 26 Grad. So, ja, weiter geht's. Okay. Also, ich würde vermuten, wegen dem Unfall, aber. Who am I to judge? Hatten wir nicht auch einen kurzen Weg hier irgendwo gehabt? Hier aber nicht, ne? Nee. Ja, gut. So kurz war es dann wohl doch nicht. Ne, stimmt, hier war quasi der kurze Weg, aber. So richtig was bringen tut uns aber auch nicht, oder? So, wir testen jetzt mal hier den Schlüssel und nehmen nochmal die Figur. Vielleicht kommt die ja jetzt dann. Nö. Aber okay, der Schlüssel war tatsächlich für hier. Sehr gut. Haben wir den schon mal? Vielleicht ist hier irgendwas Wichtiges. Das ist eine Vorratskammer. Gut, abgeschlossen, klar, damit hier keiner was klaut.
Okay, hier gibt es auch irgendwas Sinnvolles. Wie fast in jedem Raum eigentlich, ne? Dutch Cheese, okay. Ich sehe aber aktuell nichts Sinnvolles hier. Hatten wir hier etwa einen blinden Passagier? Und da ist irgendein Symbol. Und Essensreste. Kerzen. Ah, oh, es ist doch Kadri, oder? Kadri und Maria. Kerzen? Ja, wobei Kerzen fürs Licht, ne? Ich meine, wenn jemand hier merkt, dass hier Essen gestohlen wird, dann müsste es doch Cuttery gewesen sein, oder? Hallo? Und ein kaputtes Schloss. Aha. Aber wo hing das? Das hing ja nicht am Lüftungsschacht. Okay, hier haben wir Neues und hier haben wir was, was wir lösen können. Durch die Speisekammer gelangt man in einen Lüftungsraum, in dem verschiedene Dinge zurückgelassen wurden. Was hat es damit auf sich? Stützende Beweise. Im Lüftungsraum. Essensreste? Wo sind die Decke? Haben wir nicht. Doch hier, provisorisches Lager. Ungewöhnliche Aktivitäten. Essensreste. Und das Schloss? Nö. Okay, die Kerzen wahrscheinlich, oder? Haben wir hier Kerzen? Weil damit sind wahrscheinlich die Kerzen, ne? Verdächtige Aktivitäten. Das Schloss. Essensreste und Lager. Jo. Ein blinder Passagier hat sich im Lüftungsraum versteckt und aus der Speisekammer geklaut. Also doch ein blinder Passer. Also noch jemand Unbekanntes? Es gab Anzeichen dafür, dass sich ein blinder Passagier im Lüftungsschacht versteckte und aus der Speisekammer klaute. Wie konnte er unentdeckt bleiben? Ja. Visualisieren. Jetzt wird es wieder sehr laut. Oh, okay. Das haben wir ja toll visualisiert. Ganz großartig. Wie er da einfach rumsitzt. Aber muss man den nicht sehen? Den muss man doch sehen, oder nicht? Ich meine, der hat da sogar ein Poster aufgehangen. Also bitte. Ich denke mal nicht, dass Kmar hier ein Candlelight Dinner mit Maria gemacht hat, oder? Oder war hier doch ein Schloss vor? Aber hätte das nicht Kadri auffallen müssen? Ich meine, er hat einen Schlüssel für den Raum gehabt. Und kommst du von dem Schacht hier irgendwo anders hin? Fragen über Fragen. Und warum ein blinder Passagier? Das ist ja... Haben wir jetzt profiltechnisch noch jemanden hier? Oh ja, tatsächlich. Blinde Passagierin sogar. Also, okay, Spoiler-Alarm. Anscheinend wissen wir schon, dass es eine Frau ist. Okay. Eine blinde Passagierin. Aber wer sollte sich denn hier herschleichen? Und warum? Alex vielleicht eine Schwester gehabt? Die sich vielleicht rächen wollte und dann das Schiff versenkt hat? Aber da ist die auch mit drauf gegangen. Das würde aber dann auch erklären, warum keiner die Rettungsboote benutzt hat, weil sie die wahrscheinlich kaputt gemacht hat vorher. Könnte ich mir vorstellen. Ich bin aber nicht sicher hier, ne? Wo ist denn das Gerüst hier? Kein Druck auf dem Kessel?
Exit, ja, nö. Komm ich ja wirklich nicht hin. What the fuck, Junge? So sieht das aus? Oder so sah das früher aus? So riesigen Zahnrädern? Damit wurde wahrscheinlich die Schiffsschraube angetrieben. Kann ich mir vorstellen. Junge, hier unten siehst du ja gar nichts. Okay, erstmal Lage fallen. Hier gibt's aber auch nichts. Wir sollen nur in den Maschinenraum. Der ist in der Mitte. Hier ist, glaube ich, nur Looky-Looky machen, wie beeindruckend so ein Schiff aussieht, glaube ich, ne? Da müssen wir gleich hin. Die ist kaputt. Oh, sieht auch schlecht aus. Kaution. Also hier muss man eine Kaution bezahlen. Ausgetauschte Teile, okay. 0509. Ach, das sind die... Ja, okay. Der Herr mich... Kmar hat sich ja die einzelnen Sachen hier beschriftet, ne? Um zuzuordnen. Also er hat quasi sein, glaube ich, eigenes System gehabt, um Teile zuordnen zu können, ne? Ja. Rätselfortschritt verfügbar. Kann auch nicht alles angucken, ne? Glaube ich. Sehr unscharf hier. 0509. Ne. Ja gut, wir sehen sie auch so. Habe ich alles? Anscheinend. Wobei, die eine Zahl hier vorne konnte ich mir nicht angucken, ne? Aber jetzt auch nochmal 0509. Zweimal? Okay, dann können wir... Ja, wir können was lösen. Okay, anscheinend führte Thomas Arbeiten an den Motoren durch, die die Expedition verzögerten. Was für Arbeiten? Was war das Ergebnis? Motorarbeiten. Schätz mal ausgetauschte Teile. Details. Oder eher... Nee. Das nicht. Drei, sieben, zwei, sechs und 40, 40. Zack. Nicht. Okay, das ist schon mal richtig. Das aber nicht. Vielleicht 40, 40. Und 3, 7, 2, 6. Auch nicht. Okay, cool. .509 hat er geprüft. .0143 hat er auch geprüft. .5673 hat er geprüft. Das muss doch irgendwas damit zu tun haben, oder? Details. Und dann so. Ja. Okay. Thomas und Kmar suchten nach einem Fehler an den Motoren, hatten aber Schwierigkeiten, etwas zu finden. Untersucht die Motoren. Thomas und Kmar untersuchten die Motoren. In tagelanger Arbeit kontrollierten und tauschten sie mehrere Teile aus, aber am 4. Juli hatten sie das Problem noch immer nicht gefunden. Okay, ich visualisiere. Okay, daraus ergibt sich was Neues und etwas, was wir lösen können. Ist er vielleicht potenzielles Problem?
Jesse interviewt einen zurückhaltenden Thomas. Seine Arbeit und die Verantwortung machen ihm Spaß. Isabel lässt ihm Freiheit bei seinen Entwürfen, während Hans seine Arbeit öfters kontrolliert. Laut einem Interview missfällt es Hans, dass Jesse auf dem Schiff ist. Ach nee. Kemar spricht über die Arbeit auf der Thalassa. Er äußert sich negativ über Eric, der immer das Sagen haben und einem über die Schulter schauen. Das müsste dann ja hier sein, oder? Potenzielles Problem. Beispielhaft für seine Arbeit. Müsste dann das sein? Okay, tatsächlich. Neu in seiner Position. Ja, er war sehr jung, ne? Thomas war neu in seiner Position, hatte vor kurzem seine Ausbildung abgeschlossen. Also der war sehr jung. Wahrscheinlich hat Kemar ihn auf ein Schiff gebracht, weil die waren ja beste Freunde. Könnte ich mir vorstellen. Und das war's. Thomas war neu in seiner Position, hat sich auch noch nicht bewährt. Hinweise auf Unzuverlässigkeit. Ja, gibt's ja noch nicht. Alles gut. Okay. Und jetzt? Ja, okay, Spiel. Haben wir gemacht. Okay, ja gut, die haben Teile ausgetauscht. Wobei Hinweise zu seiner Unzuverlässigkeit. Nee, hat er nicht. Hinweise auf fehlende Reife. Ach, guck mal an. Jesse hat gegen die Besatzung ermittelt. Ein Objekt. Wait a minute. Ist das das? Ja, kann ich das ansehen? Nee, ne? Nö. Weil es gab ja eine Beschwerde darüber, dass Kemar langsam keine Geduld mehr mit ihm hat. Wegen Geräuschen, die er sich wohl einbildet. Und damit haben die ja die Expedition massiv aufgehalten. Also Thomas vor allem. Weil die tagelang Teile getauscht haben. Und es hat nichts gebracht. Und anscheinend hat Kemar die Geräusche auch nicht gehört. Holzgegenstand? WTF? Pfeife. Elegante Pfeife. Okay, die habe ich jetzt mitgenommen. Ich bin auch eine elegante Pfeife. Und dann gehen wir mal hoch. Unser Task war ja eigentlich, in den Maschinenraum zu gelangen. Haben wir gemacht. Okay, entweder habe ich gerade eine Stimme gehört oder es war Atemgeräusche. Was war das? Jetzt müssten wir auf der anderen Seite sein. Dunkel hier überall, ey. Ich warte eigentlich darauf, dass ich gleich irgendwo jemanden stehen sehe, der dann ganz schnell weggeht. Okay, jetzt sind wir auf der anderen Seite von den Crew-Quartieren, ne? Ja. Jetzt sind wir in unserem Quartier, Cam. Okay. Dominostein. You're having challenges with your work then. Oh, you know, Isabel is always so busy and Hans has been, well, absent.
here as the chief. He had time for my mentor. Oh, I don't mean anything by that, though. Überleben? Sieht schwer nach Schlägerei aus. Blutverschmierte Jacke. Hat hier nicht auch gerade was aufgeblinkt? Die kriege ich nicht auf, ne? Nee. Leider nein, leider gar nicht. Warte mal. Wie? Ich kann nicht in meine Kabine. Wir folgen der Blutspur gleich, keine Sorge. Wieso kann ich denn nicht in meine Kabine? Ist nicht eingestürzt. Kein Schlüssel? Cam, come and take a look at this gauge. It's state of the art. Verlässer. Das ist ja unhilfreich. Okay, das ganze Ding hier ist aufgerissen. Okay, die Tür geht gar nicht auf, ne? Hier geht's raus. Besatzungsliste, Juni 1900, unleserlich. 13. Juni 1900, Nummer 30067. Es ist Thalassa, New York. Nachforschung zu Thalassa. Hatte die Jessie unser Zimmer gekriegt? Betrag $100, zahlbar an... Erd. An Erd. An Beni und Erd. Dollar, Datum unleserlich, 1900, 30067. Unterschrift auch unleserlich. Da unten steht aber 30071. Da steht sogar oben groß drüber. Der sieht aus, als ob er zerrissen wurde. Hier ist aber noch mehr. Und hier geht's raus. Die Frage ist, zählt das hier dazu? Wahrscheinlich nicht, ne? Also hier ist noch irgendwas. Warum sehe ich es nicht? Gut, ihr Zimmer war sehr leer. Irgendwas ist noch in meiner Kabine. Frage sich auch eigentlich, geht es da nicht weiter?